Guten Morgen und herzlich willkommen zum Marktüberblick von tradingportal.net. Wir haben Dienstag, den 19. März 2019 und der Start in die Woche erfolgte sehr ruhig. Wir haben ein Doji auf Wochensicht bisher ausgebildet, also gar kein Vorankommen. Sehr enge Handelsspanne, von daher kann der Überblick auch relativ kurz gehalten werden. Heute im Fokus steht der ZDW-Index Vormittag und am Nachmittag auch Industriedaten aus den USA. Aber der Fokus dürfte wirklich so langsam ziemlich deutlich auf die Notenbanksitzung der US-amerikanischen Fed morgen gerichtet sein. Und man wird wahrscheinlich etwas abwarten. Oder sogar etwas positiv agieren. Man hat ja schon super die beste der Welten wieder eingepreist, dass die sehr defensiv agieren wird. Die Fed, die Bilanzreduzierung wird beendet und die Zinsen werden natürlich nicht angehoben, sie werden gesenkt, was aber alles gar nicht so sicher ist. Also die Gefahren auf der Unterseite sind ja ein bisschen größer einzuschätzen. Der Markt ist sehr sorglos gegenüber der Fed, die auch nicht mehr so einen großen Druck haben dürfte, da die dagegen so zur letzten Sitzung die US-Indizes sich deutlich erholt haben. Aber gut, das wäre erst morgen das Thema, aber die Marktteilnehmer blicken ziemlich genau auf dieses Event. Blicken wir zum DAX-Wochenchart, den sehen wir hier. Unsere aktuelle DAX-Wochenkerze als Doji bisher kein Vorankommen innerhalb der Vorwochenkerze. Und es würde mich auch gar nicht wundern, wenn wir hier nochmal so eine Kerze daneben basteln könnten, wie die letzten drei Vorwochenkerzen. Wichtiger erster Widerstand ist hier der bzw. Unterstützungssupport. Wäre der GD38 bei 660, wäre auch im Tagesschart relevant. Fassung von dort abtrennen von der 660, diese verteidigen, wäre eben eine Bewegung über die 730 Richtung EMA 100 bei 830 in dieser Woche durchaus noch möglich. Das wäre dann diese Spanne hier, die ihr hier sehr gut erkennen könnt. Unterhalb der 660 gehen wir doch wieder genau in die Spanne der Vorwochen über. Da wäre die 610 zu nennen, die Zone 540, 560 und dann eben die wichtige Supportzone 470, 520. Da hat man genau die Spanne der Vorwochen erreicht. Erst unterhalb der 470 wird es brenzlig, dann ruft der EMA 200 bei 350, 360 und darunter dürfte der Gipfel komplettiert sein, aber das werden wir heute alles noch nicht erleben. Die 660 bleibt hier erstmal im Fokus, geben wir sie her oder stabilisieren wir uns oberhalb, dann wäre eben die Spanne Richtung 730 und 780 als Zwischenmarke und die 830 hier der EMA 100 zu nennen. Okay, zoomen wir hinein noch in den DAX Tageschart. Rechts der ZDAX, links der Future. Im Future haben wir gestern einen Doji gesehen. Im Cetra DAX einen Inside Day, also in der Tageskerze innerhalb der Vortageskerze. Schluss war fast punktgenau am EMA 200, welcher bei 653 verläuft. Die 660 war ja auch im Wochenchart relevant. Also 650, 660 wird die erste wichtige Marke sein, um der sich alles drehen wird. Oberhalb bieten sich weitere Erholungsbewegungen an. Da wäre der SMA 200 bei knapp 6,90 als nächste Marke zu nennen. Darüber die 37 und eben der SMA 200 im Cetra DAX, der hier oben verläuft, bei knapp 87. Das wäre die bullische Variante für heute. Falls wir wirklich die 6,60 verteidigen, dann über die 6,90 laufen, wäre das durchaus ein Weg. Aber das wäre schon wirklich sehr bullische Variante. Eher würden wir abwarten. Dann könnte man vielleicht um die 37 schon zu Problemen kommen, falls wir den 660 verteidigen. Es kann ja gut sein, dass wir nochmal einen Inside daneben ausbilden. Unterhalb der 660 folgt die 630. Dann der EMA 200 im Future bei knapp 610. Und darunter die Zone 540, 560. 60, wo das mittlere Bollinger Band verläuft, hier grau zu erkennen. Und darunter ruft eben dann die große Supportzone 470, 520. Aber es ist durchaus wahrscheinlich, dass wir heute eben doch noch kleinere Brötchen backen werden und abwartend agieren. Von daher sind das die großen Marken, die ich jetzt genannt habe. Die größere Spanne nicht unbedingt der wahrscheinliche Weg. Also 87 wäre schon sehr schwer zu erreichen. Und auf der unteren Seite die 470, 520 natürlich auch. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Der EMA 200 bei 653. Weiter Dreh- und Angelpunkt. Oberhalb die Erholungsbewegung Richtung 690, 730, 780 möglich. Unterhalb ruft die 630, 610 mittlere Bollinger Band bei 540, 560.
darunter die Zone 470-520. Das mittlere Bollinger Band wäre im bärischen Fall durchaus zu erreichen heute und im bullischen Fall dann wäre die 730, vielleicht sogar die 780 möglich. Aber wie gesagt, wahrscheinlich warten wir weiter ab und gucken auf die Notenbank-Sitzung der Fed morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen, zu hören. Wir sehen uns im gleichen Trading-Chat auf tradingportal.net. Und wenn euch das Video gefällt, dann gerne Abo dalassen und den Daumen hoch. Dankeschön und ciao.